fangen wir ganz kurz mit diesem Schädel an. Das ist unser Urahn, der erste Urmensch. Und der hatte, auch wenn man die hier nicht sieht, es gibt natürlich noch andere Funde von diesem Typus, ziemlich große Zähne. Und diese großen Zähne befähigten ihn dazu, auf jeden Fall noch ziemlich viel pflanzliches Material zu essen. Wir gehen aber davon aus, dass er der Erste war, der auch Fleisch zu sich nahm. Und zwar nicht gekocht, wie wir, oder über dem Feuer gebrutzeltes Fleisch zu uns nehmen, sondern am Anfang fing er an, mit Steinwerkzeugen Knochenmark aus Knochen zu extrahieren. Ob er die Tiere nun gejagt hat oder ein Aasfresser war, wissen wir nicht. Aber er war sehr wahrscheinlich der Erste, der das gemacht hat. Im Gegensatz zu seinem Zeitgenosse. Und da sehen Sie hier oben einen ziemlich großen Scheitelkamm. Und sehr große Zähne. Und das, der ist beschrieben worden 1959, also schon eine Zeit lang her, als Nussknackermensch. Und muss man aber ehrlich sein, sagt so eine Morphologie eher was darüber aus, was ein Tier gegessen haben kann. Tier ist falscher Ausdruck, was ein Vormensch gegessen haben kann. Mhm. Aber in Wirklichkeit hat er wohl auch ziemlich softe Nahrung zu sich genommen. Und nur, wenn diese softe Nahrung, ich habe es Ihnen vorhin beim Gorilla erläutert, nicht zur Verfügung steht, weil sich die Jahreszeiten ändern, dann fängt er auch an, härtere Nahrung zu fressen. Und die kann er aufbereiten mit einer Kaumuskulatur, die hier oben an dem Scheitelkamm festmacht und hier an den sogenannten Jochbögen vorbeizieht zum Unterkiefer. Ja, also das Fleischessen ist letztendlich ein wichtiger Teil für die Entwicklung des Gehirns. Protein braucht ja das Gehirn, um sich zu entwickeln. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich möchte jetzt ganz kurz die beiden nochmal hier zeitlich auf unsere Art Stammbaum einordnen. Zeigen Sie uns mal, worüber wir jetzt geredet haben bei den beiden Arten. Also diesen Homo rudolfensis, den verorte ich hier. Sie sehen hier Homo rudolfensis. Bei circa 2,5 Millionen Jahren betritt der die Bühne. Das ist letztendlich ja auch der, den wir da vorne als Modell haben. Richtig, als, das ist die Büste. Die Büste mit den braunen Augen, mit diesen gräulichen Locken. Und dieser mit dem Scheitelkamm, der Australopithecus boisei oder Paranthropus boisei, der ist hier. Und die tauchen plus minus zeitgleich auf vor 2,5 Millionen Jahren. Ja. Sie sehen, aber davor, bis auf circa 6,5 Millionen Jahren, gehen die erst ältesten Vorfahren zurück. Man muss aber ganz ehrlich sagen, viele dieser ältesten Vorfahren sind nur Einzelfunde. Das heißt, die basieren nur auf einem Pfund. Mhm. Und da gab man den gleichen Namen. Also das ist vielleicht grenzwertig. Vielleicht sind viele dieser Einzelnen, kann man zusammenpacken in eine Gruppe von Vormenschen. Und was man daraus auch eindeutig sehen kann, es ist keine komplett gerade Linie, die letztendlich zu uns führt, sondern es sind ganz viele Parallellinien, die zeitgleich existiert haben. Das können wir uns schon mal merken für die Entwicklung des Menschen. Auf jeden Fall ist es eher ein Buschwerk als eine Linie. Mhm. Ja. Also wenn ich mir noch mal hier unser Modell da vorne anschaue, dann muss ich sagen, es sieht eigentlich doch wirklich mehr nach einem Affen aus als nach einem Menschen. Und jetzt frage ich mich, wenn Sie da zum Beispiel so einen Schädelknochen finden, woher wissen Sie denn dann, dass das tatsächlich von einem Vorfahren von uns abstammt und nicht von einem Affen? Das sehen Sie nur, wenn Sie wirklich gute, komplette Funde haben. Also Sie sehen es bei einem Schädel, Sie sehen es bei Einzelzähnen, Sie sehen es bei ganz bestimmten, wir nennen das postkranial, also alles andere als der Schädelelemente, wie zum Beispiel Oberschenkel oder Oberarm. Aber wenn Sie nur ein Fragment finden, dann müssen Sie warten, dass Sie von der Fundstelle noch mehr Knochen finden, um irgendwann diagnostisch sagen zu können, okay, das ist einer, der auf Weg in unsere Richtung ist oder auf dem Weg zum Schimpanse. Also wie gesagt, sie brauchen gute Funde. Und das braucht manchmal Zeit, aber manchmal gehen sie ins Gelände, haben eine gute Field Season, wie wir das nennen, eine gute Grabungssaison, eine gute Survey-Saison. Da gehen sie ins Gelände und finden einen super Fund und können damit unheimlich viel erklären. Mhm. Aber meistens ist es ja nicht so. Ja. Je weiter wir in der Zeit zurückgehen, desto schwieriger ist es, den Menschen und seinen engsten Verwandten klar auseinanderzuhalten. Heute erkennen wir den Unterschied sofort. Ein Blick genügt und umso verblüffender ist, wie ähnlich wir uns trotzdem verhalten. Oder würden Sie glauben, dass Schimpansen selbstlos und hilfsbereit sein können? Wie werden wir die, die wir sind? In welchem Alter wird die Grundlage für den Charakter gelegt? Wie wird man zum Beispiel ein Mensch, der nicht nur seiner eigenen Familie hilft, sondern auch Fremden? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Leipziger Verhaltensforscher. Sie wollen wissen, ist Hilfsbereitschaft angeboren, eine Gabe der Natur? Wenn das der Fall ist, dann müsste man eigentlich Helfen schon bei Kleinkindern finden, die eben noch nicht diese elterliche Erziehung in dem Maße erlebt haben. Und man müsste es eventuell auch finden bei Schimpansen als unseren evolutionär nächsten Verwandten. Bislang nahm man an, dass Schimpansen nur dann helfen, wenn sie etwas dafür bekommen. Futter zum Beispiel.
Auch das Lausen ist nicht so uneigennützig, wie es aussieht. Ein Affe laust den anderen, weil er erwartet, dass er dann gelaust wird. Nicht wirklich selbstlos also. Denn das bedeutet, ich helfe nur, weil ich mir einen Nutzen davon verspreche. Guck mal. Hier. Die Forscher verglichen das Verhalten von 36 Schimpansen und ebenso vielen 1,5-jährigen Kindern. Beim ersten Test fällt dem Versuchsleiter aus Versehen eine Klammer herunter. Der kleine Christoph reagiert ohne großes Zögern. Das Gleiche funktioniert auch in anderen Situationen. Guck mal hier. Oh. Ui. Christoph hilft wieder spontan und von sich aus. Da kann ich weitermalen, ne? Was bei den Kindern geklappt hat, funktioniert auch bei den Schimpansen. Der Affe hebt den Schwamm auf, weil er sieht, wie jemand sich vergeblich müht. Er wird nicht zur Hilfe aufgefordert, sondern tut es von sich aus und ohne Belohnung. Jetzt male ich ein Bild für deine Mama. Dann wurde die Schwierigkeit gesteigert. Achtung. Um helfen zu können, musste die kleine Testperson Mühe auf sich nehmen. Benjamin muss über Hindernisse klettern, das heißt, etwas investieren, um helfen zu können. Aber was ist mit den Schimpansen? Wir haben eben gefunden, dass Schimpansen Menschen helfen. Dass sie einer ihr vertrauten Person helfen und dass sie auch einer Person helfen, mit der sie vorher nicht interagiert hatten. Aber es bleibt immer noch eine offene Frage, ob Schimpansen auch anderen Schimpansen helfen. Weil das ist ja letztendlich die evolutionär betrachtet wesentliche Frage. Und bisher hatten Studien immer negative Ergebnisse. Also in bisherigen Studien war es der Fall, dass es keine positiven Belege dafür gab, dass Schimpansen auch gegenüber Schimpansen altruistisch handeln. Der Versuch. Ein Affe befindet sich hinter einer Tür zu einem Raum, in dem Futter ist. Diese Tür kann er selbst aber nicht öffnen. Das kann nur ein zweiter Affe, in dessen Käfig ein Draht gespannt ist, mit dem sich die Tür aufmachen lässt. Der Affe half seinem Artgenossen, ans Futter zu kommen und öffnete die Tür, obwohl er selbst leer ausging. In 80% der Fälle war das so. Für die Forscher die hohe Schule der Selbstlosigkeit. Affen und Kinder halfen in den Experimenten also auch dann aus freien Stücken, wenn sie selbst nichts davon hatten. Das ist neu und wurde in noch keiner Studie zuvor nachgewiesen. Diesbezüglich bedeutet es eben, dass rein egoistisches Verhalten dann von der Gesellschaft bestraft wird. Und da es eben so eine Bestrafung gibt, ist es auch auf indirektem Wege für das Individuum nützlich, sich nicht immer egoistisch, sondern auch mal hin und wieder zumindest altruistisch zu verhalten. Steckt die Selbstlosigkeit also in unseren Genen? Helfen ist ein komplexer Vorgang. Zunächst muss man erkennen, dass jemand Hilfe braucht. Und dann handeln, vielleicht sogar Opfer bringen. Das kann anerzogen werden, aber der wesentliche Punkt unserer Studien ist, dass Erziehung nicht der alleinige Faktor ist. Es ist vielmehr so, dass altruistische Motivation auch biologisch schon angeregt wird. Und Erziehung kann dann auf dieser biologischen Voraussetzung aufbauen. Also man sollte sich von der Idee verabschieden, dass wir als Egoisten auf die Welt kommen und dann einzig und allein durch Erziehung zu Altruisten werden. Hilfsbereitschaft scheint also in uns verwurzelt zu sein, ein Erbe der Evolution. Was bedeutet das? Kindern sollte vielleicht statt Lohn bzw. Strafe öfter klargemacht werden, wie wichtig Einfühlungsvermögen ist. Zu erkennen, dass ein anderer in Not ist und der Hilfe bedarf. Denn wir geben weiter, was wir vorgelebt bekommen. Ja, also ich finde das ja schon ziemlich unglaublich. Man könnte meinen, Schimpansen sind tatsächlich kleine Menschen. Mhm. Wie war das denn eigentlich mit Sina? Sie haben sie ja doch genauer kennengelernt, was ihren Charakter betrifft. War die auch so hilfsbereit? Hat sie Ihnen geholfen?
geholfen im klassischen Sinn nicht. Sie war sehr neugierig, sehr verspielt und erinnert sich an Studioaufbauten. Das fand ich am interessantesten. Wir hatten am ersten Tag eine Szene, da haben wir einen künstlichen Wald, sprich Taue von der Decke runtergelassen. Die Taue waren an Ketten festgemacht. Und dieses Geräusch der klackernden Ketten im Studiohimmel, das hat sie gestört. Und die kam am nächsten Morgen, das war ein Dienstag, ins Studio rein. Und als erstes dachte ich, Sina begrüßt mich, nicht Sina. Und das Erste, was sie tat, ist, in den Studiohimmel zu gucken, nach dem Motto, da war doch was gestern, was ich nicht mochte. Aha. Und sie mochte es an dem Tag auch nicht. Wobei, sowas findet man ja wahrscheinlich dann auch bei anderen Tieren, ne? Dass sie irgendwas erkennen oder wissen, wo was war oder so. Oder ist das schon was Außergewöhnliches für einen Schimpansen?